Kannst du dir vorstellen, dass ich meinen Seelenpartner verlassen habe? Warum und weshalb? Das werde ich dir in diesem Video erklären. Ich weiß ja, dass manche sich so sehr wünschen, einen Seelenpartner zu haben oder mit ihm zusammen zu sein, und ich habe ihn verlassen. Eigentlich unvorstellbar, aber hör dir diese Geschichte an. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare in der Spiritualität und wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren und ich sage dir jetzt schon Danke dafür. Ja, und jetzt geht's um meinen Seelenpartner. Ich war lange Zeit mit ihm zusammen, aber es gab irgendwann mal einen Punkt, wo ich einfach das nicht mehr ausgehalten habe. Und ich erzähle dir jetzt, wie das alles begann. Ich war in einem kleinen Ort, bin ich hier hingezogen und da war ich einmal in einem Lokal abends und schau da so in die Runde über die Tische, wer da alles so sitzt und dann sehe ich einen Mann. Dann habe ich diesen Mann gesehen und ich habe in meiner Seele gespürt, oh, genau das ist er, das ist der Mann für mein Leben. Und da war so ein Drang, ich konnte gar nicht anders. Ich bin dann hingegangen zu ihm an den Tisch und habe zu ihm gesagt, du bist der Mann meines Lebens. Und dann bin ich schnell wieder weg und habe mich geschämt, habe gedacht, Mann, was hast denn du jetzt für ein Zeug gemacht? Wie kannst du denn sowas tun? Hat der Verstand gesagt, so, wie kannst du sowas tun? Das macht man doch nicht besonders als Frau. Oh Gott, und dann habe ich mich versteckt. Dann bin ich nicht mehr weggegangen und habe gedacht, oh je, wenn der dir wieder begegnet, was machst du denn dann? Aber es hat vielleicht 4 bis 6 Wochen gedauert. Und dann ist mir dieser Mann tatsächlich wieder begegnet. Das war damals in einer Diskothek. Und er hat mich dann auch noch geküsst. Also, und dann hat das Ganze angefangen. Es war ja so ein riesiges Gefühl, was ich gar nicht beschreiben kann, was mich dazu bewegt hat, diese Worte zu diesem Menschen zu sagen, den ich ja überhaupt nicht kannte. Den hatte ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich tat das einfach. Allein das ist ein Zeichen, das ist ein Seelenpartner, wenn du so Dinge tust, die du absolut mit klarem Verstand, sage ich mal, überhaupt nicht tun würdest. Und bei mir war das so. Und wir haben dann auch geheiratet. Ich war also lange Zeit mit diesem Menschen verheiratet und wir haben auch die Kinder bekommen. Aber es war, sage ich mal, eine sehr intensive, schöne Zeit der größten Liebe meines Lebens. Ich hatte ihm auch, ich war so verliebt, ich war so auf einer rosa Wolke, ich habe ihm sogar mein Haus geschenkt, einfach so aus Liebe, um meine Liebe zu zeigen. Und er hatte sich so sehr gewünscht und habe gedacht, ja, dann hast du halt das Haus, warum denn nicht? Es ist ja sowieso nur ein materieller Wert. Letztendlich ist dann aus dieser Geschichte sind Schwierigkeiten aufgetreten. Wir hatten ja auch als Seelenpartner oder Seelengefährten einige Aufgaben zu lösen. Und am Anfang ging das einfach relativ einfach. Wir haben viel miteinander geredet und wir haben uns gegenseitig zugehört. Und so konnte eine sehr große Harmonie auch in unserer Ehe sein. Doch es gab dann den einen Punkt in meinem Leben, wo mein erstes Kind geboren wurde und dieses Kind ist blind und geistig, körperlich behindert, also vollkommen behindert und das war eine sehr große, ja, Ernüchterung, das war unheimlich schwer. Und jetzt kann ich da so einfach drüber sprechen, ich konnte es damals 10 Jahre lang nicht, weil es mir so sehr wehgetan hat und daran ist letztendlich mein Seelenpartner gescheitert, der konnte das nicht verarbeiten und wurde dann auch noch, ja, sag ich mal, alkoholabhängig. Also es ist schon, wenn man das genau betrachtet, eine sehr tragische Geschichte, die da passiert ist. Und ich war aber dann auch an meinem Ende und konnte tatsächlich, habe gesagt, ich kann nicht mehr und habe diese Beziehung verlassen. Ich habe also meinen Seelenpartner verlassen.
Und letztendlich haben wir beide sehr viel daraus gelernt, dass diese ganzen Erfahrungen, dieses Gegenseitige und was wir uns auch gegenseitig gezeigt haben, das konnte alles in die Heilung gehen. Ich habe also Rituale ausgeführt. Ich bin sehr tief in die Heilung für mich und auch für ihn eingegangen. Er wollte das damals alles nicht, weil er also da noch nicht so offen dafür war. Er war schon irgendwo ein spiritueller Mensch. Aber dass ich dann angefangen habe, also mit geistiger Heilung und mit diesen ganzen Heiltechniken, das war für ihn zu viel. Das war also auch noch ein Punkt, wo er ja dann auch noch zu mir gesagt hat, du spinnst. Und ich kann, ja, ich kann ihn schon verstehen, wenn man, er lebte ja dann auch in einer ganz anderen Welt als ich, ja, dieses Alkohol und diese Sorgen, was er sich da so aufgebaut hat, dieses Negative, das wollte er erleben und das hat jetzt praktisch unser Zusammensein ermöglicht, ja, diese Geburt von dem behinderten Kind und dann ich. Und wir haben uns da also gegenseitig in Anführungsstrichen geholfen, diese Situationen zu erleben oder erleben zu können. Und ich habe dann einfach diese Beziehung geändert, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich wäre daran zugrunde gegangen und wäre heute nicht hier für euch da. Das ist schon mal ganz sicher, meine ich. Und von daher möchte ich einfach nur sagen, es ist manchmal, wenn man spürt, es ist genug oder man kann nicht mehr, dann kann man das auch ändern. Man muss nicht in einer Situation verbleiben, in der man leidet. Oder ich damals fühlte mich wie in einem goldenen Käfig. Ja, mein Haus war natürlich weg, das hatte ich ihm ja geschenkt, aber das wusste ich. Trotzdem bin ich gegangen. Das war alles nicht so wichtig in dem Moment. Es war mir meine Freiheit wichtig, wieder in die Freiheit zu kommen und endlich dann mich auch der Spiritualität zuwenden zu können, richtig intensiv, was ich ja die ganze Zeit ein bisschen zurückgestellt hatte, einfach weil es nicht möglich war und ich mich dann auch immer blockiert gefühlt hatte innerhalb der Beziehung. Es ist ja klar, wenn einer dauernd darüber lacht oder sagt, du bist verrückt oder was machst du für einen Quatsch und so, ist keine schöne Basis, um einfach eine Gemeinschaft zu sein. Das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Und so bin ich dann einfach zu mir gestanden und habe gesagt, okay, ich denke jetzt mal an mich, sonst werde ich zugrunde gehen und habe diese Situation verlassen. Das ist eine Lösung für mich gewesen und ich möchte einfach euch jetzt mal dies alles hier sagen, damit ihr darüber nachdenken könnt und vielleicht ist ja der eine oder andere in einer ähnlichen Situation und weiß jetzt gar nicht genau, ja, was er machen soll, wie er es machen soll, überlegt, was für euch das Beste ist und was für die Beziehung das Beste ist, überlegt, ob jeder von dieser Beziehung schon seine Aufgabe erfüllt hat, ob das alles schon diese Erfahrung gesammelt wurde und wie es für euch weitergehen könnte. Denn die Seelenpartner, die sind ja wirklich dafür da, sich gegenseitig ihre Aufgaben zu zeigen, dafür, dass man daraus lernen kann. Und bei mir war das wirklich alles dann, ich hatte alles gelernt und es war dann auch diese Aufgabe erfüllt. Und dann kann man weitergehen und dann kommt man auch einen großen Schritt weiter im Leben. So war es jedenfalls bei mir. Ich bin sehr, sehr viel weitergekommen und widme mich seitdem 150% der Spiritualität. Das war für mich etwas ganz Großes, was ich da gelernt habe in dieser Beziehung. Und meine Seele, die hat mich geführt und ich habe natürlich auf meine Seelenimpulse einfach, ja, ich habe da drauf gehört, auch wenn mein Verstand gesagt hat, wie kannst du nur sowas machen? Das hat mein Verstand zu mir gesagt. Wie kannst du jetzt diesen Mann verlassen? Wie kannst du, du hast kein Geld, du hast kein Haus, du hast absolut nichts. Du gehst da jetzt raus und du weißt noch nicht mal, was du beruflich machen sollst. Weil die andere Seite von meinem Beruf, das ist auch alles in Bach runtergegangen. Also es war alles kaputt in dem Moment in meinem Leben und das habe ich verlassen. Natürlich mit nichts in den Händen. Und dann habe ich eben langsam begonnen,
mich in der Spiritualität im Außen zu zeigen und hatte dann auch eine Kundin. Ich hatte eine Kundin, die kam einmal in der Woche. So hat es bei mir angefangen. Und ja, ihr Lieben, ich wollte euch oder ich möchte euch einfach sagen, es ist alles möglich, wenn man den Mut hat, mit einem Schritt des Mutes sein Leben zu verändern. Und das geht in jeder Lage des Lebens. Es kommt auch immer darauf an, was man bezweckt, was man möchte. Ich damals, ich wusste einfach nur, ich muss da raus, ohne genau zu wissen, wie es weitergeht. Einfach so. Und ja, ich hatte ja nicht nur den Behindertensohn, sondern auch noch eine Tochter. Ich habe zwei Kinder, war alleinerziehend, hatte absolut kein Geld, hatte noch 1000 Euro sozusagen. Und damit habe ich mir dann eine Wohnung gesucht und habe dann begonnen, ja, etwas Neues aufzubauen. Und es ist mir gelungen, sonst wäre ich heute nicht hier. Und da bin ich schon auch stolz auf meine Entscheidung. Und ja, ich möchte euch da jetzt mit meiner Geschichte einfach nur zeigen, hört auf euer Herz, hört auf eure Gefühle und tut das, was sich für euch richtig und gut anfühlt. Dann kommt ihr weiter im Leben. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden. Man ist nie an eine Entscheidung gebunden, die man einmal gefällt hat. Die war vielleicht vor damals richtig, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann später immer noch richtig ist. Und von daher sage ich, überlegt, was für euch das Beste ist. Und wir werden jetzt eine ganz wundervolle, schöne Meditation zusammen machen. Und ich möchte euch in dieser Meditation Energien zur Verfügung stellen, wie ihr euren Seelenpartner kennenlernen könnt und anziehen könnt. Es muss ja nicht immer so tragisch sein wie bei mir, sondern es ist ja auch so, dass man mit einem Seelenpartner nicht so viele Probleme lösen muss wie vielleicht ich. Wie vielleicht bei mir. Und von daher kann man sich auch wünschen, einen Seelenpartner anzuziehen, der tatsächlich Freude und diese große Liebe bringt, mit dem man ganz glücklich ist. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Also, ich freue mich sehr, dass wir zusammen diese Meditation jetzt gleich machen. Und ich wünsche dir so viel Freude dabei, denn die Energien der geistigen Welt werden mit jedem Wort, was ich zu euch spreche, fühlbar sein. Und das wissen die unter euch, die Kanalmitglied sind, denn dort gibt es Webinare, wo auch die Worte über die geistige Welt mit Energie aufgeladen sind. Und das ist übrigens bei jedem Webinar von mir auch so. Also alles, was ich in einer Meditation oder in einer Botschaft sage, ist getragen von dieser Liebe, des Alleinen, kann man sogar sagen, der geistigen Welt. Und diese Energien, die wirken dann ganz tief im Herzen. Und das ist das Wunderschöne. Und wir haben ja jetzt als nächstes Webinar die Arcturus-Schule. Und das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Punkt, denn wir werden uns mit den Arcturianern verbinden und von denen ganz viele Techniken bekommen. Wir werden in der violetten Flamme zusammenwirken. Wir werden in der arcturianischen Flamme zusammenwirken. Ich habe mich gerade versprochen. Und das wird eine besonders tiefe Erfahrung sein, auf die ich mich jetzt schon freue. Der Link ist unter dem Video für mehr Informationen, falls sich jemand dafür interessiert. So, und jetzt beginnen wir gleich mit dieser Meditation, wo ich euch ganz viel Freude dabei wünsche. Ich stimme mich ein und ich nehme noch schnell die 909. Soll ich nehmen, wurde gerade gesagt, okay. Naja, und es geht schon auf mein Kronenchakra, um die Energien zu empfangen. Jetzt geht's los. So beginnen wir jetzt mit der Meditation. Suche dir zunächst einen bequemen Platz,
an dem du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Und wenn es möglich ist, suche dir einen Ort, an dem du für die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Sobald du dich niedergelassen hast, schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Atme tief durch deine Nase ein und fülle deine Lungen. Halte den Atem einen Moment lang an, bevor du langsam durch den Mund ausatmest. Wiederhole diesen Vorgang ein paar Mal, bis du dich entspannt fühlst. Spüre, wie du nun in deiner Mitte bist und fühle, wie sich eine goldene Sonne in deinem Herzen ausbreitet. Spüre, wie du ganz ruhig wirst und sich dein Körper mehr und mehr entspannt. Stell dir nun vor, dass du auf einer schönen Wiese bist. Die Sonne scheint und der Wind weht sanft durch das Gras. Du gehst auf dieser Wiese spazieren und betrachtest die Blumen. Dabei siehst du einige Bienen und die Schmetterlinge flattern um dich herum. Dann denkst du an deinen Seelenverwandten und wünschst dir so sehr, dass er zu dir kommen möge. Dabei stellst du dir genau vor, wie er oder sie sein möge. Lass die Bilder in deinem Herzen entstehen und nimm dir dabei Zeit, denn es ist wichtig, dass du dir genau ausmalst, wie alles sein soll. Dann siehst du plötzlich jemanden, der auf der anderen Seite der Wiese steht und nun beginnt, langsam auf dich zuzugehen. In diesem Moment weißt du genau, dass es dein Seelenverwandter ist. Er oder sie ist in jeder erdenklichen Hinsicht perfekt für dich. Denn du spürst jetzt in deinem Herzen diesen bekannten Druck und du freust dich so sehr. So geht ihr beide aufeinander zu. Und als du näher kommst, kannst du in die Augen deines Seelenpartners oder Seelenpartnerin sehen. In diesen Augen siehst du dein eigenes Spiegelbild. Du siehst auch all deine Hoffnungen, Träume und Sehnsüchte. Es fühlt sich an wie die andere Hälfte deiner Seele. In deinem Bauch spürst du die Schmetterlinge der Liebe und kannst gerade gar nicht fassen, was im Moment geschieht.
so nimmst du die Hand dieser Person und ihr beide geht gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegen. Während ihr geht, spürst du ein tiefes Gefühl der Liebe und Verbundenheit mit dieser Person. Du weißt einfach, dass diese Person deine Seelenverwandte, dein Seelenpartner ist. Und du wünschst dir jetzt, dass ihr für immer zusammen sein werdet. Und so steht ihr vor der untergehenden Sonne und blickt euch an. Wenn die Sonne fast verschwunden ist, bleibt ihr stehen und schaut euch ganz tief in die Augen. Du fühlst so viel Liebe für diese Person, dass du es nicht in Worte fassen kannst. Dann küsst ihr euch und spürt, wie sich alles zusammenfügt. Und du weißt ganz tief in deinem Herzen, dass du deinen Seelenverwandten gefunden hast, dass du deine Seelenpartnerin oder Partner gefunden hast. Und du wünschst dir, dass ihr nie wieder getrennt sein werdet. Diese Bilder und Gefühle verankern sich jetzt ganz tief in deinem Herzen. Und du kannst spüren, wie dein ganzes Wesen von Liebe erfüllt ist. Atme ein paar Mal tief durch. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen. Spüre dabei, wie diese Erfahrung dich verändert hat, und wisse, dass du bald einen Seelenverwandten treffen mögest. Vertraue darauf, dass das Universum euch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zusammenbringen wird. Bis dahin genieße dein Leben in vollen Zügen. Und nun komme ganz wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz hier. Ich hoffe, ihr konntet es genauso spüren wie ich. Und ich wollte noch sagen, man hat nicht nur einen Seelenpartner im Leben. Man kann mehrere haben. Und falls jetzt jemand von euch schon einen Seelenpartner hat, dann stellt man ihn sich einfach in dieser Meditation vor und verstärkt somit die tiefe Liebe. Ja, ich danke euch allen sehr, dass wir heute zusammen sein durften. Und ich wünsche jedem von euch, dass sich bald alles zum Positiven ändert. Habt eine gute Zeit. Und wenn du immer die neuesten Botschaften oder schöne Meditationen erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, indem du hier auf die Kugel klickst. Und ich sage schon jetzt Danke dafür.